Einen wunderschönen guten Morgen hier Mitte Oktober in der Landeshauptstadt Schwerin bei wunderbarem Wetter und wir haben uns heute vorgenommen, passend zum Sonnenschein, das Topmodell unserer Suncruiser-Serie vorzustellen, die 37 Suncruiser spitzmotorisiert mit einem Mercury Verado 350 PS. Suncruiser bedeutet bei uns bei Atlantic Marine drei Modelle. Angefangen mit der 630 Suncruiser, dem kleinsten und neuesten dieser Familie. Weiter mit der 690 Suncruiser, die wir in der Saison 2018-2019 geupdatet haben, als mittleres Modell dieser Serie. Und dem Topmodell, auf dem wir uns heute hier befinden, die 730 Suncruiser. 7,70 Meter über alles lang, von der Ankerrolle bis zur Badeplattform. 2,51 Meter breit, damit problemlos in ganz Europa zu trailern. Das Schiff läuft von 150 bis maximal 350 PS in der Variante, in der wir es heute hier betreiben wollen. Und ich denke mal, wir werden die nächsten 20 Minuten heute bei diesem traumhaft schönen Wetter auf dem Schweriner See viel Spaß haben. Und ich werde versuchen, Ihnen die Features, die dieser Rumpf so mit sich bringt, die technische Ausstattung, der Motor und natürlich das gewaltige Kabinenvolumen und den Platz generell hier an Bord ein bisschen vorzustellen und Lust darauf zu machen, vielleicht in Zukunft Eigner dieses wundervollen Schiffes zu werden. Atlantic Marine ist ein Familienunternehmen, die im polnischen Augusto Boote bauen. Augusto hinter den Masuren, ich sage spaßeshalber hin und wieder, es ist das Silicon Valley des europäischen Bootsbaus. Fast alle namenhaften großen Hersteller bauen mittlerweile die Rümpfe in Polen. Es ist eher ein Qualitätsindiz als ein Makel, dort Boote zu fertigen. Unsere Rümpfe werden allesamt im aufwendigen Handlaminierverfahren gebaut. Das heißt, die Matte wird in die Form eingelegt und in ihrer Struktur ausgerollt und nicht wie beim Spritzlaminierverfahren zuvor geschreddert. Atlantic Marine baut wenige hundert Boote im Jahr. Es ist keine Massenproduktion, es hat Manufakturcharakter mit einem unglaublichen hohen Wert an Individualisierung. Sie haben 7 verschiedene Standard-Gelcode-Farben, aus denen Sie auswählen können. Und darüber hinaus können Sie sich mit der RAL-Schablone auch ihre ganz individuelle Bootsfarbe aussuchen. Sie haben 4 verschiedene Polsterarten zu je 4 verschiedenen Farben. Sie haben maximalen Einfluss auf jedes Detail in diesem Schiff, sodass am Ende, wenn Sie Ihr Boot ausgeliefert bekommen, es eben auch Ihr Boot und nicht irgendein Boot ist. Das Boot ist mit einer Länge von 7,70 Meter und 2,51 Meter Breite ohne Motor genau 1800 Kilogramm schwer. Das differiert immer etwas je nach Ausstattung. Wenn Sie einen Tickboden auf dem Vorschiff nehmen, wenn Sie eine Ankerwinde nehmen, kann man natürlich so ein Bootsgewicht nie auf das Gramm genau angeben. Dazu addiert werden muss das Gewicht des Motors. Wenn wir von einem 300 PS oder wie wir es hier verbaut haben, von einem 350 PS Motor ausgehen, dann müssen wir roundabout 300 Kilo hinzu addieren, sodass wir bei einem Kombinationsgewicht von Boot und Motor von 2100 Kilogramm liegen. Gehen wir dann davon aus, dass ein 3-Tonnen-Trailer, den wir zur Beförderung auf europäischen Straßen benötigen, eine Eigenmasse hat von 600 Kilo, ist das Boot-Motor-Trailer-Gespanngewicht in etwa bei 2700 Kilo. Bleiben in der Differenz noch 300 Kilo Kompromissmasse, um Interiors, Kraftstoffvolumen, Frischwassertank, Abwassertank zu berücksichtigen. Ansatz der Entwicklung bei der 37 Suncruiser war ganz eindeutig, ein vielseitiges Familienboot zu bauen, auf dem man bis zu 4 Schlafplätze hat, auf dem man viel Freifläche auf der Plicht, aber auch auf dem Vorschiff hat, zum Baden, zum Sonnen. Darüber hinaus aber eben auch ein großes Kabinenvolumen zu erzeugen, mit einem geschlossenen Toilettenraum, mit der Möglichkeit zu kochen und abzuwaschen und zu duschen.
Ich denke, den Ingenieuren von Atlantic ist das mit der 37 Suncruiser in Perfektion gelungen, ein sicheres Boot zu bauen mit gewaltig hohem Freibord. Wir sehen, dass dieses Schiff, dass sie auf diesem Schiff sehr hoch über der Wasserlinie sitzen. Die hohen Bordwände erzeugen ein hohes passives Sicherheitsempfinden, dass, wenn die Wellen mal etwas höher oder das Wetter etwas schlechter sind, sie eben auch noch sicher unterwegs auf dem Wasser sind. Das zeigen auch unsere Verkaufszahlen bei diesem Modell. Neben den klassischen deutschen Binnengewässern entscheiden sich viele Leute auf Mallorca, in Kroatien dafür, mit einer 37 Suncruiser auf dem Wasser unterwegs zu sein. Eben drum, weil sie auf diesem Boot immer das Gefühl haben, sicher unterwegs zu sein. Atlantic Marinerümpfe bestechen durch hervorragende Fahreigenschaften, durch enorme Rauwassertauglichkeit und durch sehr stabiles Fahrverhalten. Durch eine spezielle Rumpfform, die im vorderen Bereich des Schiffes einen großen V-Winkel hat, der nach hinten zum Heck des Schiffes etwas sanfter, etwas flacher ausläuft, haben sie den Vorteil, dass sie in Fahrt bei rauem Wasser sauber die Wellen durchschneiden. Aber im Liegezustand, wenn sie vor Anker liegen und baden oder angeln, eben ein stabiles Schiff haben, was sich bei einseitiger Lastverteilung nicht zu sehr kränkt. Hier in der Spitzenmotorisierung mit dem Verado 350 läuft dieses 2,2 Tonnen schwere Schiff 90 Stundenkilometer. Die 37 Suncruiser besticht durch einen großen, aufgeräumten Fahrerstand, eine geräumige Konsole, wo sie auf der Backbordseite den Niedergang in die Kabine haben und hier das Cockpit, das unglaublich tiefe Cockpit mit dem langgezogenen Armaturenbrett, was eher schon beim Fahren so ein gewisses schiffiges Ambiente schafft und diese verschwimmende Linie zwischen Boot und Schiff darstellt. Wir haben 6 Rundinstrumente, die 2 großen SC1000 von Mercury, wo sie auf dem LCD-Feld darunter einen Systemcomputer haben, wo sie alle motorrelevanten Daten in Windeseile abrufen können. Momentaner Kraftstoffverbrauch, Geschwindigkeit, Gesamtkraftstoffverbrauch, Lufttemperatur, Seewassertemperatur, Betriebsstunden und. Alle Daten, die das Motormanagement hergibt, können Sie auf diesen LCD-Feldern visualisieren. Darüber hinaus haben wir 4 Rundinstrumente, 4 kleine Rundinstrumente. Hier ist es dann einmal die Temperaturanzeige, die Öldruckanzeige, der Trimwinkel und die Kraftstoffanzeige. Mittig in diesem Cockpit sitzt von der Firma Garmin ein 7 Zoll Kartenplotter. Es ist ein volltouchfähiges Multifunktionsgerät, in dem Sie mit intuitiver Bedienlogik zwischen den einzelnen Funktionen, ob Kartenplotter oder ob Echolot, ob Radar, wenn es verbaut ist am Schiff, sehr, sehr einfach ohne langes Studium von Bedienungsanleitungen zugreifen können. Von der Anordnung her ist es auf jeder Atlantic so, dass wir immer Rundinstrumente, die Digitalinstrumente sind und nur analog visualisieren, mit einem großen TFT-Bildschirm kombinieren, der immer im Shot eingebaut ist,
Wir wollen ein automobiles Cockpit, ein Automotive Cockpit nachempfinden. Das hat zum einen eine optische Dimension, zum anderen sind wir aber der Überzeugung, dass eben Informationen auf dem Wasser, wie eine Drehzahl, wie eine Geschwindigkeit, wie ein Trimwinkel oder der Füllstand des Kraftstofftankes, auf den ersten Blick schnell ablesbar sein müssen. Theoretisch wäre das natürlich auch möglich, alle motorrelevanten und schiffsrelevanten Daten nur auf dem Kartenplotter darzustellen. Wir haben hier einen sehr schönen schwarzen Acrylglas-Hintergrund mit der eingefrästen Marke. Es ist ein sehr modernes, sehr aufgeräumtes Cockpit und gibt Ihnen auf dem ersten Blick eigentlich alles an Daten wieder, was Sie für eine sichere Fahrt auf dem Wasser benötigen. Cupholder gehört bei uns ebenso zum Standardlieferumfang wie ein höhenverstellbares Lenkrad bei allen Verado-Modellen. Also sollten Sie sich für dieses Schiff entscheiden, in Verbindung mit einem Verado-Motor, der ja integriert im Motor eine elektrohydraulische Servolenkung hat, bedeutet das bei Atlantic Marine auch immer, dass Sie eben das Lenkrad gemäß der Fahrposition, die Sie gerade ausführen, einstellen können. Beim stehenden Fahren oder beim Fahren mit aufgestellter Leaning Post empfiehlt es sich meistens, das Lenkrad maximal nach oben zu stellen. So haben Sie den bestmöglichen Komfort, wenn Sie auch bei rauem Wasser unterwegs sind. Die Ausstattungsvielfalt bei Atlantic Marine ist ungewöhnlich hoch. So haben wir auf diesem Modell ein Bugstrahlruder verbaut, das bei uns ab einer Suncruiser Nummer kleiner, ab der 996 Suncruiser, als Sonderoption mit zu bestellen ist. Wir haben hier das Schalterpanel mit allen wichtigen elektrischen Schaltern, die Sie hier an Deck benötigen. Sie haben immer zwei Schalter für eine Bilgenpumpe bei Atlantic Marine, weil wir aus Sicherheitsgründen bei dem kleinsten Modell bereits bei unserer 94 zwei Bilgenpumpen verbauen. Eine ist über den Schwimmerschalter immer direkt mit der Batterie verbunden. Das heißt, selbst wenn Sie länger nicht an Bord sind und das Schiff verlassen haben, würde auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter diese Bilgenpumpe aus Sicherheitsgründen die Bilge immer trocken halten. Die zweite elektrische Bilgenpumpe ist dann elektrisch zuschaltbar. Sie haben hier die Schalter für Innenbeleuchtung, für Navigationsbeleuchtung und für das Decklicht. Standardausstattung. Bei jeder Atlantic ist ebenso ein Feuerlöscher und ein Signalhorn. Das funktioniert auch. Sowie am Steuerstand und in der Kabine immer eine Doppelsteckdose, wo Sie einmal 12 Volt abnehmen können und eine Doppel-USB-Steckdose. Angetrieben wird dieses Schiff von Mercurys bärenstarken 350 PS Verado-Motor. Verado bedeutet immer eine DTS-Schaltbox. DTS steht für Digital Throttle and Shift. Das heißt, was früher über Bautenzüge abgehandelt wurde, das Einlegen des Ganges, das Geben des jeweiligen Gaswinkels, wird heute über ein Datenbussystem mit elektronischen Stellmotoren gemacht. Das bedeutet maximalen Fahrkomfort, weil Sie immer den gleichen Widerstand haben. Das Einlegen des Gangs funktioniert butterweich. Sie haben auf der DTS-Schaltbox mit diesem schönen ergonomisch geformten Griff hier auch gleich die Trimmfunktion zum Austrimmen des Motors. Sie haben darüber hinaus die Start-Stopp-Taste und seit 2 Jahren eigentlich ein unglaublich nützliches Feature, die sogenannte Dock-Funktion. Bei eingelegtem Gang können Sie durch das Aktivieren der Dock-Taste über 100% des Gasweges nur 50% der Leistung verteilen. Gerade bei groß hochmotorisierten Schiffen wie diesem 350 PS erleichtert das An- und Ablegen enorm, weil Sie eben bei dem Bewegen des Gashebels nicht gleich so einen großen Vorschub durch den Motor generieren. Weiter können Sie hier noch die Beleuchtung mit den Plus- und Minustasten, die Beleuchtungsintensität der LED-Lampen auf der Schaltbox variieren. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn Sie des Nachts unterwegs sind, dass Sie eben nicht von den LEDs geblendet werden. Ja, hier im Pflichtbereich der 37 Suncruiser sind Fahrer- und Co-Pilot-Sitz, die Seat Lux verbaut. Die sind logischerweise 360 Grad drehbar. Sie zeigen
unheimlich hohen Sitzkomfort durch die extrem große oder durch die Schalenform und die extrem hohe Rückenlehne. Natürlich haben beide Stühle die sogenannte Leaning Post Funktion, die Stehsitzfunktion, wenn man eben im Stehen fahren möchte, bei rauerem Wasser. Man sitzt sehr bequem, man kann den Stuhl eben einfach nach vorne und nach hinten verschieben. Sie sind höhenverstellbar, dass wirklich Leute in jeder Körpergröße hier angenehm drauf sitzen können. Wenn Sie längere Touren mit dem Schiff auch auf der Straße, wenn das Boot auf dem Trailer liegt, haben, können Sie die Sitze ganz einfach demontieren und abnehmen. Dann packen Sie ihn in die Kabine oder verstauen Sie im Kofferraum des Fahrzeugs. Die 37 zeigt eine unglaublich geräumige Plicht. Das Plichtkonzept, so wie Sie es jetzt sehen, haben wir zur Saison 2017-2018 geändert. Im Ursprungsmodell befand sich hier im Plichtbereich noch eine L-Sitzbank. Aber gerade wenn Sie mit unterschiedlichen Besatzungen unterwegs sind, mal nur zu zweit und mal eben auch mit mehreren Leuten an Bord, haben wir uns dazu entschieden, nur eine durchgängige Sitzbank zu machen, die dann aber eben in Windeseile zu einer U-Sitzgruppe umzuformen ist. Dadurch können Sie eben variabel darauf reagieren, mit wie vielen Leuten Sie an Bord sind. Das zweite angenehme Feature hierbei ist, dass Sie eben in wenigen Sekunden aus einer Sitzbank auch bei aufgeklapptem B-Mini-Top eine zweite Sonnenliege machen können. Ich lege jetzt hier zur Visualisierung nur einmal das Polster ein. Dann haben Sie hinten auch im Heckbereich des Schiffes eine große Sonnenliege für diejenigen, die lieber im Schatten liegen wollen. Wahlweise ist hier im Heckbereich natürlich auch ein Tisch montierbar, wenn Sie vor Anker liegen und ein Gläschen Weißwein oder einen Kaffee trinken wollen. Die 37 ist unheimlich flexibel in der Art der Nutzung. Wenn Sie durch kleine Gimmicks wie dem wegklappbaren Polster können Sie halt gewährleisten, dass wenn Sie selber oder die Kinder zur Badeplattform durchstürmen und ins Wasser springen wollen, nicht immer über das Polster laufen und das dementsprechend nass machen. Standardmäßig ist auf jeder 37 auf beiden, also Backbord wie Steuerbord, ein Rutenhalter verbaut. Hier zusätzlich noch der Steckmast für den Flaggenstock. Die serienmäßige Heckdusche, 70 Liter Frischwassertank, druckgesteuerte Pumpe. Wenn Sie im Salzwasser baden waren, dass Sie die nervigen Salzkristalle auch zügig vom Körper wieder loswerden. Sie sehen auf dem ganzen Schiff der Bootsgröße entsprechend vernünftig dimensionierte Klampen. Es ist so eine kleine Marotte im Bootsbau, dass Klampen oft zu klein sind. Hier haben Sie auch wirklich die Möglichkeit, Enden oder Leinen zu montieren, die der Bootsgröße entsprechen. Ja, hier auf der Steuerbordseite der vorhin schon erwähnte Rutenhalter, Standardlieferumfang auf jeder Atlantik. Hier der Steckplatz für den Lichtmast, Navigationsbeleuchtung, Toplicht. Hier die Heckklampe in der entsprechenden Dimensionierung. Und hier haben Sie die Steckdose für den Landanschluss, 230 Volt, 30 Ampere, ein IP56 Anschluss, wenn Sie im Hafen liegen und Landstrom haben, um den Kühlschrank zu betätigen, um auch eben an Bord 230 Volt zu haben. Früher hatten Sie die Entscheidung, wenn Sie sich ein Boot zugelegt haben, in der Auswahl zwischen Innenborder oder Außenborder, ob Sie sich für ein Schiff mit Badeplattform oder ohne entschieden haben. Heute im modernen Bootsbau kann beides kombiniert werden. Sie können einen Außenborder, einen technisch modernen Außenborder fahren und haben trotzdem eine Badeplattform auf beiden Seiten neben der Maschine. Das hat unglaubliche Vorteile, wenn Sie eben baden gehen wollen. Meine Motivation hält sich bei 12 Grad Wassertemperatur heute in Grenzen. Aber theoretisch kann ich Ihnen trotzdem zeigen, wie komfortabel das an Bord der 37 möglich ist. Sie haben eine lange vierstufige Badeleiter, die im zusammengeklappten Zustand
hier auch durch eine eingelassene Kunststoffform ihren Platz hat. Das gewährt, dass sie die Badeleiter nicht hinter sich herziehen, wenn jemand vergessen hat, den Riegel vorzuschieben, sondern die Badeleiter ist sicher hier verstaut. Wir haben im ganzen Schiff die edlen Echtholz-Tickböden verbaut. Hier auf der Backbordseite Staufächer. Platz ist an Bord jedes Schiffes immer ein großes Thema. Unsere Staufächer sind alle ausgestattet mit selbstlenzenden Abläufen. Das heißt, wenn Sie hier die nassen Leinen reinwerfen, kann das Wasser eben auch den Weg außenbords finden. Hier auf der Backbordseite weiter verbaut ist der Einfüllstutzen für den Frischwassertank. 70 Liter fasst er an Bord dieses Schiffes und versorgt sowohl die Heckdusche wie auch die Toilettenspülung und die Dusche im Innenraum der Kabine, wo wir später noch zu kommen. Eine geräumige Motorwanne ermöglicht hier bei der 37 auch das 100%ige totale Anklappen des Motors, wenn das Schiff im Hafen liegt oder auf dem Trailer. Sie sehen hier verbaut die Steckbuchse, das Widerlager für den Wasserskimast, auch eine Sonderausstattung hier bei der 37, fest im Rumpf einlaminiert, dass Sie einen hohen Zugpunkt haben, wenn Sie selber oder Ihre Kinder Wasserski oder Wakeboard fahren wollen. Hier auf der Steuerbordseite ist der Einfüllstutzen für den Kraftstofftank. Der ist auch wirklich clever angeordnet. Der ist nicht wie bei manch anderen Herstellern auf der Sylkante, auf der Bordkante verbaut. Die Positionierung hier auf der Badeplattform ermöglicht, je nachdem in welchem Revier Sie unterwegs sind, sowohl Zapfsäulenbetankung als auch Kanisterbetankung. Alles in allem haben Sie hier im Heckbereich der 37 beim Baden, beim Wassersport betreiben viel Platz, sodass Sie schöne Stunden auf und im Wasser an Bord dieses Schiffes erleben können. Sechszylinder Verado. Verado-Motoren bedeutet immer, dass der Lenkvorgang integrierte Motor stattfindet. Das heißt, an den Lenkzylinder des Motors gehen ausschließlich zwei Hydraulikschläuche. Der physische Lenkvorgang passiert intern. Das heißt, der große Vorteil bei diesen Motoren ist, hier schiebt sich in der Motorwanne keine Lenkstange mehr von links nach rechts. Alle weiteren motorrelevanten Leitungen und Kabel sind sauber in diesem einen Schlauch verstaut, sodass das, was Sie früher von Außenbordmotoreninstallationen kannten, dass hier viele verschiedene Leitungen durch die Motorwanne gehen, Gott sei Dank der Vergangenheit angehört. Weiterhin schön ist bei diesem Motor, wenn Sie im Salzwasser unterwegs sind, der außenliegende Spülanschluss. Das heißt, bei abgeschaltetem Motor können Sie den Motor mit Frischwasser spülen, ohne dass Sie ihn mit Kopfhörern, so wie man das früher aus Häfen kannte, laufen lassen müssen. Sie haben hier noch einen zusätzlichen Motortrim-Taster, genauso wie vorne an der Schaltbox, dass, wenn Sie hier hinten von der Badeplattform den Motor antrimmen möchten, nicht immer nach vorne zum Steuerstand laufen müssen. Alles in allem ein geräumiges Heckkonzept hier bei der 37, das sowohl den Spaß auf dem Boot als auch beim Baden definitiv gewährleistet. Alles, was Sie auf dem Wasser machen, muss schnell und einfach vonstatten gehen, dass Sie super flexibel auf sich ändernde Wetterbedingungen reagieren können. Unser B-Mini-Top steht im zusammengeklappten Zustand wie ein Tagerbügel hier im Heckbereich des Schiffes. Wenn Sie einfach die Abdeckung des B-Mini-Tops lösen, haben Sie in Windeseile eben aus dem offenen Schiff ein Schiff mit Sonnendach gemacht. Das geht, wie Sie hier sehen, super schnell. Es muss nicht viel umgeräumt werden, sondern, ja, ich sag mal, roundabout in 30 Sekunden haben Sie den Pflichtbereich hier im Schatten. Das Schöne an diesem Konzept ist, dass auf Basis unseres B-Mini-Tops das Schiff eben auch noch mit Seitenwänden, mit der sogenannten Farbversending, den gesamten Pflichtbereich schließen kann.
dass es insbesondere für Leute, die hier in heimatlichen Gefilden auf der Ostsee, auf der Mecklenburgischen Seenplatte, in brandenburgischen Gewässern mit so einem Boot unterwegs sind, eine sehr, sehr beliebte Option, die mitgebucht wird, weil wir eben nicht so von gutem Wetter verwöhnt sind wie Kunden von uns, die dieses Schiff in Kroatien oder auf Mallorca fahren. Was sich im Alltag immer gut bewährt in der Nutzung des Bootes ist, wenn Sie den Batteriehauptschalter, also die Stromversorgung des Schiffes, über Deck an- und ausschalten können. Das hat den Vorteil, dass wenn Sie das Boot betreten und losfahren wollen, Sie nicht erst an irgendwelche Luken müssen, die aufmachen müssen und kriechen müssen, um den Bordstrom anzuschalten. Hier bei der 37 haben wir einen vierstufigen Batterieschalter, wo Sie zwischen Aus, Batterie 1, Batterie 2 und der Verbindung zwischen Batterie 1 und 2 wählen können. Das ist standardmäßig die 2-Batterienanlage hier auf dem Schiff. Ist ein sehr angenehmes Feature in der Nutzung. Hier haben wir nochmal einen Blick auf die großdimensionierten Lensöffnungen. Das Schiff hat wie jeder Atlantik natürlich eine selbstlenzende Innenschale. Da ist besonders darauf zu achten, dass die Dimensionierung der Lensöffnungen auch der Bootsgröße entsprechend ist. Hier haben wir einen Durchmesser von mehr als 4 cm, dass wenn Sie wirklich viel Regen haben oder hohe Wellen, wo Sie die ein oder andere mal über Bord nehmen, das Wasser auch die Möglichkeit hat, eben schnell und zügig aus der Innenschale des Schiffes abzulaufen. Wie bei jeder Suncruiser von Atlantic Marine haben wir auch bei der 37 eine asymmetrisch versetzte Konsole. Das heißt, Sie haben sowohl auf der Steuerbordseite ein schmales Gangbord nach vorne und hier auf der Backbordseite das Hauptgangbord. Das zeichnet sich aus dadurch, dass Sie überall Haltegriffe haben um den Scheibenrahmen herum, die Edelstahlreling, sodass Sie auch bei hohen Wellen und Raumwasser sicher auf das Vorschiff zur Sonnenliege oder zum Anker kommen. Die Sonnenliege ist zweifelsohne eines der Highlights an Bord dieses Schiffes. Hier können Sie mit 4 Leuten liegen, ohne dass Sie Platzprobleme bekommen. Die Polster, die wir hier nicht aufgedeckt haben, weil hier ist halt der edle, schöne Echtholz-Tickboden zu sehen, sind natürlich Standard-Lieferumfang auf der 37 im edlen Silvertex, wahlweise in 4 verschiedenen Farben. Fenderkörbe gehören ebenso zum Standard-Lieferumfang wie die Ankerrolle. Hier der Blick in den Ankerkasten zeigt, dass auch wenn Sie die Option nicht wählen für eine elektrische Ankerwinde, liegt die Kabelvorrüstung standardmäßig immer an Bord, wenn Sie sich später dazu entscheiden wollen. Die beiden Bugklampen hier montiert, das Signalhorn, die Ankerrolle standardmäßig und eine Sonderausstattung, die sehr gerne genommen wird, ist das Bugspriet. Es dient im eigentlichen Sinne natürlich zum einfachen B- und Entsteigen über den Bug des Schiffes, wird in der Praxis aber sehr häufig von jungen Menschen und Junggebliebenen auch als Sprungbrett genutzt, wenn es ins Wasser gehen soll. Ja, an Bord der 37 zeigt sich eigentlich in der Kabine erst ihr richtiges Volumen. Eine große Liegefläche, in der Sie bequem mit 3 Leuten nächtigen können. Ein geschlossener Toilettenraum, ein Pantry-Block. Aber wir bauen zunächst erst einmal aus der Liegefläche den Tisch auf. Das ist hier bei der 37 auch super einfach durch eine Gasdruckfedergeschichte gelöst. Das heißt, einfach durch das Umlegen von 2 unterschiedlichen Hebeln können Sie mit einer Gasdruckfeder eben aus der Liegefläche einen Tisch erzeugen, wenn Sie morgens frühstücken und es draußen doch ein bisschen kälter sein soll. Umgekehrt geht das natürlich genauso auch wieder runter. Einfach beide Gasdruckfedern öffnen und den Tisch dann runterdrücken.
Und so haben sie in Windeseile eben aus dem Tisch wieder die Liegefläche erzeugt. Um Ihnen einmal zu zeigen, wie groß die Liegefläche hier in der 37 wirklich ist, lege ich mich einfach mal hin. Wir haben nämlich hier die Besonderheit, dass wir in beide Schiffsrichtungen, also sowohl in Fahrtrichtung als auch quer zur Fahrtrichtung, wirklich 2 Meter Liegefläche haben. Das ist recht außergewöhnlich bei Schiffen. Dieser Bauart und dieser Größe ist bei unserer 37, aber das erzeugt eben eine große Liegefläche, wo Sie mit mehreren Leuten nächtigen können. Ebenfalls Teil des Kabinenkonzeptes in der 37 ist der geschlossene Toilettenraum. Natürlich bleibt es in dieser Schiffsgröße immer ein Kompromiss, aber er ist nutzbar auch für Leute jenseits der 1,80, wenn es auch sicherlich zu Hause komfortabler zugeht. Sie haben hier eben standardmäßig die Chemietoilette, wahlweise aber auch ein Marinetoilettensystem mit einem Waschbecken, mit einer Duschbrause. Und alternativ sogar die Möglichkeit, durch den Fußbodenablauf hier in dieser Nasszelle auch zu duschen. Überall Ablagefächer, Möglichkeiten, schön mit maritimen Verschlüssen, dass sie eben durch Wellenschlag oder raues Wasser nicht einfach so aufschlagen. Alles ist belüftet mit diesen Bullaugen. Überall sind Fliegengitter davor, sodass, wenn sie im Hochsommer unterwegs sind, sie des Nachts die Mücken nicht zu Weißglut bringen. Überall sind Staufächer angeordnet hier zum Weglegen von Dokumenten, von Seekarten. Was haben wir hier drin? Oh, einen hochwertigen Atlantik-Marine-Katalog. Auch wirklich lesenswert, sowohl von Optik als auch von Inhalt. Hier wieder zur Belüftung das Bullhauge. 39 Liter war Eco-Kompressor-Kühlschrank mit einem halboffenen 5,3 Liter Gefrierfach. Hier nochmal eine große Luke. Elektrische Schalter, Frischwasseranlage, Kühlschrank, Bordbeleuchtung, Kabinenbeleuchtung, 220 Volt Steckdose und die Standard 12 Volt Steckdose. Alles ordentlich verbaut. Freundliches, helles Furnier, das Ihnen hier im Kabinenambiente eben auch viel Licht und viel Helligkeit gewährleistet. Seit 2018, seit der vergangenen Saison, ist unsere 37 standardmäßig mit dem geöffneten Rumpf, mit den seitlichen Fenstern ausgestattet, sodass Sie, wenn Sie morgens aufwachen, auch von der aufgehenden Sonne geweckt werden können.